zu Tomoyamaguchi war Marineingenieur aus Nagasaki, der für Mitsubishi Heavy Industries gearbeitet hat. Und am 6. August 1945 war er für einen Auftrag in Hiroshima. Tsutomu wurde am Morgen des 6. August also nicht nur Zeuge von Little Boy und konnte der Bombe 3 Kilometer entfernt beim Fallen zuschauen, sondern selbige Bombe hat kurz daraufhin auch seine Trommelfelle zerrissen, ihn temporär erblinden lassen und ihm eine heftige Strahlenverbrennung auf seiner linken Körperhälfte gegeben. Danke. Nachdem er also verständlichermaßen kurz ausgenockt war, hat er sich wieder erholt. Und am nächsten Tag ist er dann zusammen mit seinen Kollegen zurück nach Nagasaki gereist und pünktlich am 9. August auf der Arbeit erschienen. Und während Tsutomu noch von der Explosion berichtet, wird 3 Kilometer weiter Fat Man direkt über ihn abgeworfen. Und während er diesmal keine direkten Verletzungen von der Explosion mitnimmt, haben Staub und Geröll seine Bandagen ruiniert und seine schon präsenten Wunden haben sich so schwer infiziert, dass er die folgenden Tage mal nichts gemacht hat, als bei sehr hohem Fieber zu Dauerkotzen. Aber auch das hat er überlebt. Gestorben ist er dann 2010 im Alter von 93 Jahren an Magenkrebs.